Hallo zusammen, ich bin der Christian Schlegel. Wir haben den 28. März, es ist 17.30 Uhr und in diesem Clip geht es mal um die Autos. Die habe ich mir schon länger nicht angeschaut, aber vielleicht hat der eine oder andere das Interview auf NTV gesehen. Ich bin nicht so ein Freund von den Autos. Ja, wem das als Aussage reicht, der kann jetzt auch schon ausmachen. Ich werde auch erstmal nicht warm mit den Autos, muss ich erstmal sagen. Das ist momentan nicht mein Ding. Ich habe ja selbst mein neues Auto bekommen, nach Monaten der Verzögerung. Und was man mir dann 4 Wochen vorher gesagt hat, ist, ja, sie wollten ja ihr Handy auf die Konsole legen und dann wird es drahtlos geladen. Ja, der Chip, den gibt es nicht. Na ja, gut, damit kann ich leben. Was viel schlimmer ist, ich kriege den Tuning-Chip nicht. Ja, das ist eine Kühne Bordel de Merde. All das finde ich gar nicht schick. Also da muss ich jetzt bestimmt noch ein halbes, dreiviertel Jahr drauf warten. Naja, gut. Geht auch so, er fährt, das ist die Hauptsache. Ich glaube, die Autos werden nach wie vor insgesamt erhebliche Probleme kriegen mit Zulieferbetrieben, nicht nur aus eigenen Quellen, sondern auch aus Fremdquellen. Und von daher sehe ich momentan nicht, warum ich die Autos großartig als Gewinnerbereich im DAX ausrufen sollte. Ich bleibe nach wie vor dabei, dass die Banken für mich wesentlich interessanter sind. Ich nehme sogar so den Bereich der ganzen Siemens-Familie mit rein. Ich nehme auch die Versorger mit rein. Aber die Autos, das ist für mich eher momentan so ein Non-Event. Und ich fange an mit BMW. BMW, das ist jetzt der Langfristchart von Corona-Beginn bis jetzt. So, holen wir es mal näher ran. Eins zum Vergleich. Beim DAX ist das 50er Retracement bei 14.360, je nachdem, wie man es zieht. Und da sind wir drüber. Wir waren ja heute schon bei 14.600, ich glaube 40 war das hoch. Sind wir also jetzt immer noch bei 14.445, sind wir immer noch 100 Punkte drüber. Die BMW haben das mit Mühe und Not des 38er geschafft, sind ein bisschen drüber und gingen gleich wieder runter. Die Bänder gehen deutlicher zusammen hier. Das geht nach oben und das obere geht nach unten. Das MACD bewegt sich jetzt schon auf einem nicht besonders hohen Niveau, aber das Histogramm bleibt gleich. Wenn gleich die traditionelle Sichtweise noch positiv ist, wird es hier schon wieder weich. Das heißt, die erschöpfen sich hier. Über die Stochastik erhalte ich ein Verkaufssignal. Ich kann dem BMW momentan hier absolut nichts Positives abgewinnen. In dem Falle einer friedlichen Lösung in der Ukraine werden die mit dem Markt mitgehen. Momentan hängen sie deutlich hinten dran. Wie gesagt, der DAX ist ungefähr hier. Die BMW sind da. Das ist schon mal ein Unterschied. Dann werden die aber auch, wenn es eine friedliche Lösung hoffentlich, the sooner the better, gibt, dann werden die auch ihre Punkte anziehen. Und dann ist dieser Bereich hier, 50er Retracement bei 82,5, die Verbindung aus dem Retracement. Hier haben wir noch ein Mini-Gap, aber das ist wirklich nicht groß. Und im oberen Band, das wird dann hier die nächste Hürde sein. Und das sind immerhin schon mal, wo sind wir denn da? Da sind wir bei ganz grob 4 Euro. Das ist nicht wenig, aber da kommt sofort eine Bremse rein. Und die nächste kommt dann hier und die ist noch größer. Das ist 200-Tage-Linie und das 61er. Also ich sehe momentan, man kann es so formulieren. Einerseits haben sie Potenzial, weil sie deutlich zurückgeblieben sind. Andererseits sehe ich die Autobranche insgesamt als, ja, ich möchte nicht sagen Verliererbranche wegen des Ukraine-Konflikts, aber die kriegen Schwierigkeiten, ja, oder haben schon Schwierigkeiten. Als ich mein Auto geholt habe, habe ich gesagt, seien Sie froh, dass Sie es bekommen haben. Andere bekommen es erst in 3, 4, 5 Monaten, weil nicht nur die Chips fehlen, sondern, keine Ahnung, irgendwelche Membrane und was der mir da alles erzählt hat. Da bin ich nicht so into, um das zu bestätigen, was der da alles gesagt hat. Er sagt, da fehlen wohl überall einige Teile und das ist jetzt wohl nicht nur bei BMW, das ist bei anderen genauso. Ich mag die BMW auf diesem Niveau nicht so. Ich sehe bestenfalls eine Seitwärtsphase, die gehen könnte runter von 75 oder zwischen 75 und 82. Ich habe euch Scheine mitgebracht und ich habe jetzt alle Scheine für die jetzt folgenden Analysen auf eine Liste draufgepackt. Die sind halt alle von der UniCredit. Ich überprüfe jedes Mal, bevor ich einen Film mache, die Scheine und schaue mir die an. Und heute war in den Einzelwerten die UniCredit wirklich richtig gut. Für den BMW Call habe ich eine 65,15er Basis, weil ich halt davon ausgehe, dass wir nochmal hier runtergehen. Da ist der Hebel momentan nicht besonders groß. Ich gehe davon aus, wir gehen irgendwo nochmal hier hin.
Selbst die 20-Tage-Linie ist noch nicht im Steigen begriffen. Und eine 65er-Basis liegt unterhalb von diesem Low hier, was wir da hatten neulich am Anfang März. Das ist die HR3DJ4. Für den Fall, dass es einen hoffentlich endgültigen Frieden da drüben gibt in der Ukraine und die Aktien steigen sollten, bin ich mit meinem Put höher gegangen. 91,51, Entschuldigung, der liegt hier oben, da ungefähr. Also ich möchte die, nicht, dass das falsch verstanden wird, ich möchte die Autos nicht schwach sprechen. Ich glaube einfach nur, es gibt bessere Branchen und warum soll ich mir die momentan schlechteste Branche daraus suchen? Das sehe ich irgendwo nicht ganz ein. Das ist die HB401M, 91,51. Wie gesagt, sind wir hier oben. Den gucke ich mir ganz genau an, wenn wir hier in diesem Bereich sein sollten, wenn wir das überhaupt schaffen. Dann habe ich die Mercedes. Also da müsst ihr mir nachsehen. Mercedes, ich weiß nicht, ob ich die jemals Mercedes nennen werde. Als ich angefangen habe an der Börse, und ich kann das sagen, im letzten Jahrtausend, 1987, da gab es sowohl die Mercedes-Aktie als auch die Daimler-Aktie. Die wurden dann irgendwann, ich glaube es war 1991, fusioniert, zusammengepackt. Ich kann die Daimler nicht mehr zählen. Ich werde die wahrscheinlich immer Daimler nennen. Also bitte das bitte nachsehen. Ich nenne aber auch die E.ON immer noch gern Feber. Von daher. Die Mannesmann, die früher Röhren hießen, das sind erst die Vodafone. Ja, das passiert mir also auch manchmal, dass ich die Vodafone die Röhren nenne. Gut, hier sind die Daimler. Daimler, Mercedes. Die hatten eigentlich einen ganz guten Start. Die haben halt das Dory mit ihrem EQS. Das gefällt mir. Das ist eine schöne Story. Das ist innovativ. Daimler ist da nicht so flexibel. Aber wenn die sich mal, also wir zum Beispiel eine VW, aber wenn die sich da mal in so ein Thema reingeben, dann ziehen die das richtig durch. Ich finde den Chef, den die momentan haben, wirklich gut, muss ich sagen. Also der macht für mich einen okay Eindruck. Verglichen mit Chefs, die sie vorher hatten, finde ich den eigentlich ganz gut. Aber auch hier. Noch mit Mühe und Not bis zum 50er Retracement. Ihr werdet es gleich sehen, bei VW auch und bei BMW waren wir hier so ungefähr. Ja, die haben sogar fast das 50er Retracement gesehen. Die Bänder gehen, ich mache das hier mal so ein bisschen zusammen, die gehen fett zusammen. Ja, also richtig ordentlich. Das heißt, ich gehe auch davon aus, die werden eine Range Trade machen. Hier so in dem Bereich 50er, das ist bei 66,34, bis runter hier zu 60. Da sollten sie mal so ein Range Trade machen, wenn keine wie auch immer gearteten Nachrichten kommen. Das MACD hat heute leicht nach oben gezogen, aber nur ganz leicht. Das reißt mir jetzt nicht, um zu sagen, ja, die machen jetzt hier sofort übermorgen die 70 und gehen höher. Dieser Bereich hier, das 50er Retracement, ist jetzt nicht nur das Retracement, sondern wir haben hier das Gap, wir haben hier ein Doppeltop, wir haben hier die 200-Tage-Linie und da kommt das obere Band. Das ist also eine ganze Menge Zeug, was den Wert daran hindern sollte, nennenswert weiter zu steigen. MACD, habe ich gesagt, Stochastik ist noch leicht negativ, kein frisches Verkaufssignal. Also das hier war dieser Kurs. Da kam das Verkaufssignal rein. Aber auch hier, mir fehlt die Fantasie. Die positive Fantasie, so möchte ich es mal sagen. Die leben von externen Nachrichten, aber ich sehe es momentan nicht, dass da irgendetwas kommen sollte. Heute kam wieder eine Empfehlung von einer kanadischen Bank, REC, und lässt es mit Kursziel 88. Das will ich gar nicht absprechen, aber ich sehe das halt jetzt, wenn der DAX steigt, werden die Autos nicht mitsteigen, also die werden steigen, aber nicht so stark, vielleicht mit 0,7%, irgendwie sowas in der Art, aber nicht, die gehen nicht 1:1 mit, ich glaube es einfach nicht. Da gibt es bessere Werte, oder nicht bessere Werte, bessere Bereiche als den der Autos momentan. Hier habe ich den Call genommen, das ist Basis 57, da sind wir etwas hier drüber, weil 54, das wäre mir jetzt auch mir viel zu weit weg, 57 sind wir ungefähr hier. Das ist die HB4 Theodor Waltraud. Und als Put habe ich einen 72er genommen, also vielmehr 71,82, der liegt hier. Den nehme ich, wenn wir in diesem Bereich hier sind, dann hole ich mir den rein. Das ist jetzt mal für die Watchlist. 71,82 ist die HB40LA. Gucken wir mal auf die Volkswagen. Die Volkswagen sind die quirligsten der Autoaktien. Ja, die sind wirklich immer schnell dabei, mal mehr zu steigen als der DAX, aber auch mehr zu fallen als der DAX. Gucken wir uns an. Das ist eine ganz lange Unterstützungslinie hier.
Da sollen sie am besten wirklich drüber fallen. Das ist so um den Bereich 120. Das sehe ich jetzt aber momentan auch nicht. Bei Volkswagen kommt ein bisschen was dazu. Ja, wir haben hier diesen Absturz. Auch hier, wir sind verglichen mit den Daimler, die mal am 50er waren, haben wir nicht geschafft. BMW hat es auch nicht geschafft. Und wir liegen jetzt sogar unter dem 38er Retracement. Das Porsche IPO, das wurde verfrühstückt. Das war hier irgendwo, da oder da. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Tag. Das wurde verfrühstückt, aber hilft momentan auch nicht viel. Muss ich ehrlich sagen, nee, das war hier. Die Porsche-Geschichte war hier. Aber es hilft momentan nicht. Das reicht irgendwie nicht. Erstmal hier auf die Technik. Das MACD fällt weiter ab. Die Stochastik ist weiter negativ. Empfiehlt sich nicht für einen Long. Also nicht momentan. Sollten wir gute Nachrichten bekommen aus der Ukraine, nach wie vor, was ich hoffe, haben wir hier den ersten Widerstand, dass die 162, das ist auch per morgen das obere Band. Ja, 20-Tage-Linie fällt noch, aber das obere Band fällt, das untere steigt, Volatilität sollte ein bisschen rausgehen, Range Trade angesagt, aber für den Fall, dass da eine unverhoffte Nachricht kommt, 162, aber ein ganz wichtiger Punkt ist für mich der hier, das ist die Abrisskante vom letzten Mal. Da sind wir bei 173,15. Eine VW macht sowas, die hat überhaupt keinen Ekel davor, mal 10% am Tag zu steigen. Das ist VW. Das macht eine Daimler nicht so ohne weiteres, eine BMW auch nicht. Aber eine VW macht das, die hat da keine Hemmung. Und vor dem Hintergrund habe ich mich für diese Scheine hier entschieden. Das eine ist ein 140,63er Call. Das wäre mir jetzt, also hier unten einen drunter zu legen, wäre mir auch zu weit weg. Da liegen wir hier, etwas oberhalb des unteren Bandes, was morgen aber auch noch steigen wird. Hier, und das ist die HB4F9M, 140,63. Dann habe ich mich als Put dafür interessiert, dass ich einnehme, der hinter dieser Abrisskante liegt. Der kommt aber nur dann ins Spiel, wenn wir irgendwo das 50er oder das 61er nehmen. Vorher nicht. 175,28 ist die HB4FB4. Legen wir also hier hinter. Ich habe meine Schwierigkeiten mit den Autos. Ich glaube, mit den Zulieferern, das wird schwierig einfach. Und es ist ja schön, wenn jeder ein neues Auto bestellt, aber wenn sie sich liefern können, kriegen sie kein Geld. Und wenn sie kein Geld kriegen, haben sie keine Gewinne. Wenn sie keine Gewinne haben, zahlen sie keine Dividende und dann wird es uninteressant. Eins noch, ich hatte jetzt Ende dieser Woche, hatte ich ein Seminar ausgeschrieben, das ist voll. Ich muss es wahrscheinlich sogar verlegen, das wissen die Leute aber schon, das ist voll. Aber ich habe da noch am 30. April und am 1. Mai habe ich da habe ich noch 3 Plätze frei, da kann man gern noch kommen. Aber das jetzt hier am nächsten Wochenende, das ist entweder dicht und es wird wahrscheinlich auch verlegt. Das weiß ich aber erst morgen oder übermorgen. Aber da kümmere ich mich mit den Leuten drum. Aber wenn ihr noch Interesse habt, wie gesagt, 30. April, 1. Mai. So, ich wünsche euch was, alles Gute, bleibt gesund, auf deine, bye bye, ciao.